Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Soundless Driving. Ich fahre gerade in das Frühjahr hinein. Alles neu macht der Mai. Das Video wird zwar vorher rauskommen, vor dem Mai, aber ich möchte ein neues, Format ankündigen oder eine neue Videoreihe ankündigen, die in loser Reihenfolge laufen wird. Ich habe zwar schon einige Videos, Ich habe zwar schon einige Videos gemacht zu diesem Thema, beziehungsweise ich habe mir schon einige Destination Charger angesehen und dazu auch schon Videos gemacht, die zwar noch nicht veröffentlicht sind, aber bei der Durchsicht dieser Videos habe ich festgestellt, ich habe ja noch gar nicht im Grunde erklärt, was so ein Destination Charger ist. Und das möchte ich jetzt mal nachholen, denn es weiß vielleicht noch gar nicht jeder, was ein Destination Charger ist. Ich werde mich natürlich auch um Tesla Destination Charger kümmern, aber es gibt ja auch vielleicht den ein oder anderen fortschrittlichen Destination Charger, der jetzt mit Tesla gar nichts zu tun hat. Und auch darüber möchte ich dann etwas sagen. Und weil ich gerade feststelle, dass ich hier im totalen Schatten bin, werde ich jetzt einmal umdrehen und euch lieber mal ein bisschen die Sonne zeigen. Da fährt schon das erste Cabrio und zwar offen. Ja, gut, wir haben 5 Grad. Wie gesagt, es wird jetzt wärmer, umso mehr ich in die Sonne komme. Also, dann zeige ich euch doch mal lieber die Sonne. Ja, was sind denn Destination Charger? Also, Destination, das sind halt Orte, das sind Standorte, das sind Lokalitäten, an denen sich Ladestationen befinden. Tesla hat ja seine eigenen Supercharger, die ja mit bis zu 120, vielleicht 130 Kilowatt Saft in das Auto laden können. Und zwar in die Auto, die es vertragen können. Ich habe ja ein 75D und der kommt nur so auf die um die 90, ein bisschen mehr. Und ein 85er, 90er oder ein 100er, die kommen dann eben auch an die 100 Kilowatt dran oder sogar über 100 Kilowatt. Ich habe mal, als ich einen 100D hatte, habe ich mal mit 116 geladen. Das geht dann natürlich nicht toujours durch, sondern nur in einer ganz bestimmten Temperaturkurve. Temperaturkurve vom Akku, da geht dann die volle Power rein und ansonsten fängt er etwas niedriger an und hört dann zum Schluss auch auf, wenn es, wenn der Akku beginnt voll zu werden. So, die ersten Roller sind auch schon auf der Straße. Ich freue mich auch, wenn ich meinen Elektroroller wieder anwerfen kann. Ja, und das sind die Supercharger und Destination Charger sind eben die Ladestation. Boah, guckt euch das an. Ja, ich habe es ja schon einige Male gesagt, ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich das sehe. Ich weiß gar nicht, ob man es hier rüberbringt, weil ich so ein bisschen gegen die Sonne fahre, aber wir haben wieder die Alpen zum Greifen nahe, als wären sie direkt hier bei uns hinter der Wiese. Fantastisch. Ja, Tesla Destination Charger sind Ladestationen, die von Tesla kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Und wo derjenige, der das anbietet, natürlich für den Strom sorgen muss. Häufig ist das Strom, der aus der eigenen PV-Anlage kommt, also der sowieso im Grunde kostenlos ist dann und der wird dann abgegeben an die Restaurantbesucher oder auch an die Hotelgäste, je nachdem, wo eben solche Destination Charger aufgebaut sind. In einigen Städten, ich glaube in Deutschland noch nicht, aber korrigiert mich gerne, hat Tesla ja schon begonnen, auch Destination Charger einfach in Parkhäusern aufzustellen, so dass man da eben auch mal ganz bequem, wenn man zum Einkaufen ist, sein Tesla vollladen kann. Oder seinen Tesla laden kann. Denn es gibt ja dieses
Synonym ABC, always be charging, also wo immer du lädst, da sollst du auch, wo immer du gerade dein Auto parkst, sollst du nach Möglichkeit auch laden können. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Weilheim zum Beispiel und werde versuchen, während ich jetzt zum Termin gehe, werde ich versuchen, natürlich eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde mein Auto zu laden. Ja, und dann gibt es natürlich noch ganz normale Destination Charger, die jetzt mit Tesla gar nichts zu tun haben. Also zum Beispiel gibt es einen Bio-Supermarkt in Weilheim, der hat also zwei Ladestationen. Das hat mit Tesla überhaupt nichts zu tun, aber wenn man dort zum Einkaufen geht, kann man sich an der Rezeption eine RFID-Karte holen und kann dann während seines Einkaufes laden. Das ist eine tolle, angenehme Geschichte. Die haben auch ein Bio-Restaurant angeschlossen, sodass man also auch während man essen geht, dort laden kann. Und einige andere Hotels oder auch Restaurants, die mit Tesla gar nichts mal zu tun haben, haben aus eigenem Antrieb eine Ladestation aufgebaut, meistens so mit 11 bis vielleicht maximal 22 kW, so dass dort der Gast auch sein Auto laden kann, wenn er dort in dem Restaurant was zu sich nimmt oder in dem Hotel übernachtet. Das sind also im Grunde Destination Charger. Also Tesla Destination Charger und generelle Destination Charger sollen also da sein, wo man sich aufhält. Leider noch nicht allzu häufig, wird aber sicherlich kommen. Das heißt, in öffentlichen Gegenden oder wo Konzerthallen sind oder Fußballstadien oder Flughäfen, Bahnhöfe, da wo man sich so aufhält, da kann man dann eben laden. Und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ich bin ja selber in eine Situation gekommen, wo ich laden wollte an einer Ladestation in der Nähe des Bahnhofs in Herrsching und die war blockiert von jemandem, der vielleicht sich einen schönen Tag in München gemacht hat und hat gesagt, dann stelle ich mich mal hier kostenlos hin und lade gleichzeitig. Ja, dummerweise hat er mir dann die Möglichkeit verwehrt, auch zu laden, als seine Ladung beendet war. Ja, das soll natürlich nicht sein. Deswegen werden wir auch an solchen öffentlichen Ladestationen sicherlich dazu übergehen müssen, Strafen zu erteilen. Entweder Strafen, wo man sagt, wenn die Ladung unterbrochen ist oder abgeschlossen ist, dann gibt es 80 Cent oder 1 Euro pro Minute, den man Strafe zahlt, wenn man sein Auto nicht wegfährt. Natürlich erst nach einer gewissen Karenz. Oder aber man bekommt einfach ein saftiges Strafticket, Parkticket. Ja, und meine Idee ist, einfach Destination Charger zu testen. Und zwar auf der einen Seite Tesla Destination Charger zu testen. Das sind also die Destination Charger, die hier auch in dem Navigationsgerät hier auf dem Bildschirm auftauchen. Wenn ich nach Ladestationen suche, da tauchen ja nicht nur die Ladestationen auf, die mir Tesla anbietet, also die Tesla-eigenen Ladestationen, sondern es tauchen eben auch die Ladestationen auf, die Destination Charger sind. Und die Destination Charger, die hier nicht auftauchen, die also nicht von Tesla sind, die kann man sich dann natürlich über eine App ziehen und dann eben versuchen, dort zu laden, vorher anrufen, ob frei ist, ob die Möglichkeit ist. So, und das werde ich eben tun. Das heißt, bei den Destination Chargern, Tesla und Nicht-Tesla Destination Charger, wo ich Tests machen werde, werde ich kein Hausgast sein. Ich werde anrufen. Ich werde mich vorstellen als jemand, der gerade kurz davor ist, stehen zu bleiben und fragen, ob ich laden kann. Das ging bisher mehrheitlich auch gut. Einmal ist es nicht gut gegangen, aber mehrheitlich ging es bisher gut. Ja, und ich hoffe, dass euch das so eine kleine Übersicht gibt, wo man laden kann. Destination Charging. Und ich werde dann auch versuchen, ein Interview mit den Verantwortlichen zu kriegen, so dass wir ein bisschen mehr erfahren, warum, wieso, weshalb dieser Destination Charger von dem Unternehmen angebracht worden ist. Ja, und dann wird das hoffentlich eine ganz interessante Reihe.
Ich habe natürlich jetzt zunächst mal hier in meiner Umgebung angefangen, aber ich bin ja auch unterwegs und werde dann den einen oder anderen Destination Charger von Tesla sicherlich anfahren und dort auch ein kleines Video dazu bringen. Ja, das sind meine Intentionen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, ich wünsche euch viel Spaß und Freude mit den kommenden Videos der Destination Charger und bis zum nächsten Mal. Ciao.